Spaß ist in jedem Beruf wichtig. Der Ernst des Lebens kennen wir alle. Und wir haben natürlich den riesen Vorteil, dass wir etwas, das uns sehr viel Spaß macht, zum Beruf machen haben können. Und dementsprechend gilt es, das einfach zu genießen. Ich finde es besonders witzig, wenn irgendwer sich Botschaft anstellt. Da haben wir auch immer wieder ein paar im Team. Auch natürlich dadurch, dass ich mit dem Kraft das Zimmer immer teile. Also mit ihm, über ihm kann ich auch ganz viel lachen. Also wir haben ständig und Spaß. Aber wie gesagt, das kann ganz vielseitig sein. Ja, da müssen wir alle zusammenarbeiten, damit wir das wieder ausgleichen. Das schaffen wir aber auch ganz gut und ich glaube, der Jan bezieht auch viel dann von diversen Reels oder anderen Comedians, was er dann wieder nachmachen kann und uns präsentiert. Ist schon sehr wichtig. Also ich meine, wenn man jetzt so viele Erfolge hintereinander feiert, vergisst man es, beziehungsweise irgendwann schätzt man es nicht mehr so. Aber vor allem nach der letzten Saison ist mir schon bewusst worden, dass man es eigentlich schätzen sollte und dass man es feiern sollte. Und ich denke, dass ich das in Zukunft schon eher wieder so machen werde, dass ich das schon gelernt habe letzte Saison, ja. Wow, da sind mehrere jetzt aber aus der letzten Saison. War es super cool, die Hanna neu im Team oder neu in unserer Trainingsgruppe und dann eben auch im Weltcup-Team. Und wir haben dann auch meinen Erfolg nachgefeiert und ich habe halt eine Runde ausgegeben. Und da ist sie dann richtig aufgegangen. Also ja, das war ein mega lustiger Abend und den haben wir alle sehr, sehr genossen. Ja, ich kann schon gut feiern. Habe, glaube ich, auch schon sehr viel gefeiert. Mittlerweile merke ich, dass mir die Energie ein bisschen fehlt. Also die Nächte werden immer kürzer und ich muss immer früher ins Bett. Aber ja, ich habe auf jeden Fall in meiner Karriere echt schon viel gefeiert und auch wahrscheinlich sogar eher da zu den Zeiten, wo ich nicht so erfolgreich bin, fast mehr als wie dann danach. Die ersten Male, wo wir nach Japan gekommen sind und das nicht kennt haben, dass es so ein Klo gibt, wo man dann einen Knopf drücken kann und dann gibt es da so eine besondere Spülung. Und irgendwann sind wir da drauf gekommen und dann haben wir da alle möglichen Videos gemacht und haben uns halt mit dem Fuß draufgestellt, dass es so ausschaut, als würde jemand drauf sitzen, haben den Knopf gedrückt und dann hat das bei der Klo die ausgespritzt gegen einen Kasten. Also, ja, das war besonders witzig, wo wir miteinander gelacht haben. Mittlerweile kennen wir es. Dass es schon extrem wichtig ist. Es macht einfach den ganzen Tag besser, leichter. Ja, ich glaube, dass man die Dinge einfach gerne macht, wenn man Spaß hat. Und das ist, glaube ich, schon, was man sich merken sollte.